Und damit herzlich willkommen bei den Hiding Spots auf, herzlich willkommen bei Rainbow Six Siege und heute mit den Hiding Spots auf Oregon. Auf Oregon gibt es mehr oder weniger ein paar Hiding Spots. Einmal hier, zack, weg mit dem Tisch und dann da, upala, und dann da rein zum Beispiel. Das ist ein Hiding Spot, aber auch ein bisschen ein Risikospot, denn in der Regel wird man hier gedroht. Dementsprechend muss man da schon ein bisschen aufpassen. Der nächste ist ebenfalls hier. Und zwar, aber das ist auch wieder eher so ein Risikospot. Das kann man hier entfernen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch ja da so mehr oder weniger so ein bisschen rein zu verstecken. Auch ein bisschen ein Risikospot. Man kann aber direkt mal so ein bisschen hier abnehmen, falls jemand reinkommt. Direkt bam, bam, bam. Und zack, zack. Wenn man natürlich schnell genug ist, versuchen sie dort gleich wegzunehmen. Aber auch diesen hier würde ich als Risikospot betiteln. Auf jeden Fall. Der nächste Spot ist in Kitchen. Hier, zack, wenn die Geisel zum Beispiel hier ist. Oder auch wenn ihr jemand überraschen wollt, hier dieses kleine Teilchen hier auf Kitchen, auf dem Messerblock hier. Im Endeffekt könnt ihr euch ein bisschen verstecken. Allerdings. Ein bisschen engeln, schon hier, natürlich mit der gescheiten Waffe, natürlich könnte auch so ein bisschen, allerdings ist dieser nicht ganz so versteckt, auch der ist ein bisschen risky, dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so zu empfehlen, aber um ihn mal zu spielen, ist er sicherlich in Ordnung, würde ich sagen, oder? Der nächste Hiding Spot befindet sich, hier, im The Dining Hall. Ihr habt jetzt die Möglichkeit hier, zack, mit einer Impact Grenade, bam, einmal den Stuhl hier wegzumachen und könnt euch dann hier so ein bisschen verstecken. Der Vorteil, ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefixt ist, kann ich jetzt gerade nicht testen. Der Vorteil ist, dass die Beine eben nicht hinten durchkommen. Das müsste ich nochmal testen. Wenn ihr Mate dabei habt, einfach mit dem Mate vielleicht testen. So, jetzt bin ich hier drin, ein bisschen Anlauf nehmen und dann kommt er da eigentlich ohne Probleme rein und könnt dann euch dort ein bisschen, verstecken. Der nächste Hiding Spot wäre auch in der Dining Hall und zwar bei diesen Stühlen. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, euch hier so ein bisschen zu verstecken. Die Stühle vielleicht ganz ein bisschen wegmachen, dass ihr ein bisschen mehr Platz habt. Und dann habt ihr auf jeden Fall hier mal Schutz und hier Schutz. Denn hier kann man nicht durchschießen. Also ihr seht schon, das funktioniert nicht. Zack, man sieht, das sind schöne, dicke, schöne Metalltische. Von denen man daher habt ihr da einen eigentlich einen recht guten Hiding Spot mit einer Doppelprotection. Einmal rechts und einmal vorne. Und der nächste Hiding Spot befindet sich diesmal in der Meeting Hall. Ihr braucht eine kleine Shotgun, zack, zack, um das Ganze hier mal ein bisschen wegzumachen. Und dann, Achtung, natürlich nach oben die ganzen Blöcke wegmachen, die ganzen Bretter. Vielleicht nicht ganz so wild draufschießen, wie ich das gerade jetzt gemacht habe. Wäre vielleicht von Vorteil und dann habt ihr die Möglichkeit, da einmal reinzugehen, zack. Wenn alles weg wäre, richtig. Dann kommt er hier rein und ihr kommt auch wieder raus, ohne Probleme. Also auch ein, okay Spot. Vielleicht kein Must-Have-Spot, allerdings, ich finde ihn doch schon recht okay, um direkt mal jemanden zu überraschen oder so, ist es gar nicht so verkehrt. Oder zum Beispiel, um jemanden, zu flanken, falls er irgendwo hier zum Beispiel unterwegs gerade ist. Könnt ihr ihn da so ein bisschen vielleicht überraschen, wenn ihr Glück habt. Und er ist auch recht einfach hinzukommen. Der nächste Spot befindet sich im Watchtower. Einmal ganz nach oben gehen hier. Zack. Die Treppe hoch, oder besser gesagt die Leiter hoch. Dann seht ihr hier diesen geilen Balken. Auf diesen könnt ihr wandern. Einmal bis nach hinten durchgehen. Und mit einer guten Vision nach unten. Und ein bisschen Gehör, auch natürlich sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch mit der Cam von der Valkyrie, falls sie da ist. Oder eben der Cam, die eh unten hängt. Könnt ihr so ein bisschen herauskriegen, ob da vielleicht gerade sich jemand auf den Weg macht in die Meeting Hall. Und dann die ganzen Leute von hinten ein bisschen überraschen, wenn ihr Glück habt. Und ein bisschen Skill, würde ich auch sagen, gehört dazu. Und der nächste Spot befindet sich hier bei Oregon in the Bunker and Trenthe. Also einmal im Keller. Wenn ihr reinkommt, zack, seid ihr direkt hier. Und hier geht es direkt nach draußen. Hier. Und dann könnt ihr euch das hier, das Licht, könnt ihr nicht ausschießen. Das bleibt an. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Auch mit der Impact Grenade, glaube ich. Nein, bleibt an. Keine Chance. Das geht nicht
aus. Es bleibt an. Ihr habt die Möglichkeit, euch hier so ein bisschen zu verstecken und dann jeden, der rusht, vielleicht gleich zu überraschen und den mitzunehmen. Ist risikohaft, denn die meisten drohnen erstmal hier durch und gucken erstmal, ah, guck mal, ist da jemand? Doch, ich habe auch schon sehr, sehr viele Spieler gesehen, die eben genau hier nicht gucken, die nur an den typischen Spots schauen. Einmal hier natürlich und dann eben einmal hier. Und das war's, meistens hier eben nicht schauen. Deswegen möglich, allerdings auch der Spot ist mit ein bisschen Risiko. Der nächste Spot ist ein bisschen risikohaft, erneut wieder risikohaft. Wir haben ein paar risikohafte Risikospots hier drin. Der nächste wäre hier ein Schauer. Denn warum Risiko? Ganz einfach, weil oftmals hier welche reinkommen. Durch Schauers eben, durch die beiden Windows haben sie die Möglichkeit eben reinzukommen. Und das machen manchmal wirklich einige Leute. Dementsprechend trotzdem, ich stelle euch den kleinen Spot hier so ein bisschen vor. Ihr habt hier die Möglichkeit, nämlich hier euch so ein bisschen zu verstecken. Entweder ein bisschen weiter nach hinten. Ich würde es aber wahrscheinlich wirklich eher dann hier so vorne machen. Ja, und dann könnt ihr die Leute hier vielleicht flanken. Warum und wann ihr diesen hier nutzt, am besten immer dann, wenn die Bombe eben nicht hier unten ist oder das Objective nicht hier unten ist, sondern zum Flanken nutzt man das eigentlich recht häufig. Hier oben zum Beispiel, dann habt ihr die Möglichkeit, euch hier so ein bisschen ranzuschleichen. Gutes Gehör ist natürlich äußerst wichtig. Ist auch so ein bisschen dunkel, wobei es mittlerweile nicht mehr ganz so dunkel ist, wie es mal war. Dementsprechend auch dieser Spot ein bisschen mit Risiko verbunden. Ich nenne sie euch nur und will nicht, dass ihr sie dann nutzt und sagt, ey, du hast mir gesagt, das ist ein guter Spot zu verstecken. Ich bin da mehrmals verreckt. Ja, deswegen Risikospot. Die nächsten beiden und damit auch die letzten Spots erst einmal, die zumindest ich jetzt gerade so auf dem Schirm habe, sind einmal hier im Office, im kleinen Turm sozusagen. Ihr habt hier eine Kiste, diese könnt ihr einfach zack kaputt machen, mit der Pistole geht das, mit der Schrotflinte und so weiter. Und dann könnt ihr da, wenn ihr den richtigen Punkt habt, rauf vaulten, also euch einmal nach oben bewegen. Dann habt ihr hier so eine kleine Ecke, die ist ein bisschen dunkel, nicht ganz so dunkel, aber ihr habt so einen kleinen Überraschungsmoment, sofern... Wenn da jemand reinkommt, er nicht sofort hier drauf engelt oder ihr gedroht wurdet. Ganz, ganz wichtig natürlich. Es sind nicht alle so schlau und gucken genau in diese Ecke. Dementsprechend, dieser ist ein bisschen, ja, recht safe. Allerdings nicht immer nutzbar. Als nächstes, was wir hier noch haben, ist hier dieser wunderbare Tisch hier. Das hier könnt ihr nicht wegmachen. Also das sind hier richtig solche Metallschränke aus solchen Aktenschränken. Was ihr machen könnt, ist folgendes. Zack, mit der Impact Grenade den ganzen Tisch einfach mal wegmachen und könnt euch hier in der Düsterheit ein bisschen verstecken. Wenn jemand nicht so, ja, drauf achtet, habt ihr da auch einen guten Spot, um jemanden zu überraschen. Und das war's eigentlich mit den Hiding Spots, zumindest mit den Spots hier auf Oregon mal. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einige mal so ein bisschen gezeigt. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen noch. Falls ihr einen wisst, wo er sagt, ey, cool, guck mal da und da, da kannst du auch mal gucken, dann schreibst du ruhig in die Kommentare und dann können wir uns den auch nochmal in einem Video anschauen. Dann hau ich den noch mit rein das nächste Mal. Ansonsten waren das jetzt erst einmal die Spots, von denen ich jetzt aktuell auf dem Stand bin. Wichtig, nochmal eine kleine Anmerkung. Und ich kündige es einfach trotzdem an, beziehungsweise ich sage es trotzdem. Denkt dran, diese Spots sind nicht von mir erfunden, nicht von mir gefunden, sondern diese Spots gibt es natürlich schon durchaus oftmals in irgendwelchen Videos. Ich wollte das jetzt auch nur nochmal machen für eben Neulinge, die zu Rainbow zum Beispiel kommen. Gerade für Anfänger sind diese Spots vielleicht doch schon recht interessant. Auch mal. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese kleine Videoreihe, die ich jetzt gerade so ein bisschen starte, die Hiding Spots von Rainbow Six Siege. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Rainbow Six Siege und Hiding Spots oder eben Rainbow Six Siege. Wir zocken eine Runde, eins von beiden. Haut rein oder beim anderen Video natürlich. Bis zum nächsten Mal, euer Knight. Ciao.